Liebe Hundeführerinnen, liebe Hundeführer, liebe Jägerinnen, liebe Jäger. Mein Name ist Bernd Stegmann von der Firma Waffenstegmann aus Mainhausen. Seit 20 Jahren bin ich bestätigter Schweißhundeführer und im Zuge dieser aktiven Schweißarbeit war mir es immer ein Dorn im Auge, eine lange Waffe mit mir rumführen zu müssen, die überall stört, in der Dickung, auf allen Vieren oder auch nur mal im Bestand am Ast, wo man an Ästen hängen bleibt. Deshalb ist die neueste Innovation der Firma Waffenstegmann entstanden, eine Hundeführerwaffe mit einklappbarem Schaft. Wir haben hier einen Druckpunkt, Druckknopf, der wird gedrückt, die Waffe wird aufgeklappt, der Kammerstängel taucht im Schaft weg, der Schaft wird vorne verriegelt, einfach eindrücken, somit ist die Waffe jetzt nur noch mit Schalldämpfer um die 75, 76 cm lang. Man kann die Waffe einfach quer über den Rücken tragen. Beine sind frei, volle Bewegungsfreiheit, ist nichts im Weg, kann sauber rennen. Dann nimmt man die Waffe bei Bedarf einfach von der Schulter, drückt den Druckknopf hier oben ein. Schaft wird einfach aufgeschwenkt und die Waffe ist sofort mit spannender Handspannung sofort schussbereit. Ein Schießen über die offene Drückjagdvisierung ist trotz Schalldämpfer mit 50 mm Durchmesser weiterhin möglich. Also offene Visierung ist nutzbar. Weiterhin ist jede Art von Montagen zu verbauen. Wir können also ganz einfach auch jedes brauchbare Zielfernrohr, Drückjagd, Ansitz, alles Mögliche hier, ist jetzt eine EHW-Schwenkmontage verbaut, mit aufnehmen. Und somit ist die Waffe auch universal für den Ansitz, für die Pirsch, für die Auslandsjagd, für die Bergjagd zu benutzen. Jetzt kommen wir zu der Arretierung des Schalldämpfers. Der Schalldämpfer ist also seitlich arretiert über ein kleines Plättchen, das mit dem Kornsockel verbunden ist. Der Kornsockel ist zweimal verschraubt, einmal hier und verklebt, sodass er auch die Kräfte, die jetzt auf den Schalldämpfer wirken, wenn wir die Waffe über den Riemen oben führen, das abfangen kann. Das Plättchen wird einfach zurückgenommen und jetzt ist der Schalldämpfer abschraubbar. Wir können ihn komplett abmachen, natürlich wenn der Riemenbügel ab ist. Und wir können ihn auch einfach wieder hier mit dem Plättchen ganz einfach verriegeln. Als weitere Innovation habe ich einen Mündungsschutz entwickelt mit einem Mündungsplättchen. Das ist einfach nur eine kleine Ronde aus einem Gummimaterial, so 0,5 mm stark. Und hier vorne auf dem Schalldämpfer ist ein Aufsatz aufgeschraubt. Und hier wird einfach nur dieses Gummiplättchen reingedrückt in eine Arretierung und somit ist der Schalldämpfer geschützt vor Schmutz, Dreck, Staub, Wasser, Schnee, Laub, alles, was sonst dem Schalldämpfer oder dem Lauf nicht gut tut und nicht da rein soll, ist durch das Mündungsplättchen geschützt. Es fliegt im Schuss durch die Luftsäule, die sich vor der Kugel im Lauf und im Schalldämpfer bindet, einfach raus und kann nach dem Schuss einfach neu eingesetzt werden. Bei jeder neuen Waffe sind 50 von diesen Plättchen kostenlos mit dabei. Hier haben wir eine matt sandgestrahlte und hart verchromte Beschichtung. Diese ist absolut rostfrei, absolut kratzfest, hat sich in jahrelangen harten Einsätzen bei meiner Kundschaft und auch bei mir sehr bewährt. Es kann auch unterm Schaft nichts rosten, da die Hartverchromung die ganze Waffe umschließt. Alternativ zu der Hartverchromung gibt es die Cerakot-Beschichtung. Das ist eine Keramikbeschichtung, die ist auch sehr widerstandsfähig, rostfrei, kratzfest. Also auch sehr gut für so eine Hundeführerwaffe zu gebrauchen. Und hier möchte ich jetzt auch noch mal was zeigen für die Leute, die keinen Schalldämpfer mögen. Ist also die sogenannte Mündungsschutzbuchse. Die wird einfach hier aufgeschraubt, wird auch arretiert. Das sieht man jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Die wird auch arretiert gegen Verdrehen. Riemenbügel ist direkt hier an der Mündung und auch hier haben wir den Einstich für ein kleines Plättchen, das einfach hier reingedrückt wird und somit die Waffe vor Verschmutzungen und Dreck bewahrt und wird durch den Schuss rausgeschossen. Kommen wir noch zu den Kalibern für die Hundeführerwaffe. Also wir können alle Kaliber verbauen, die für kurze Läufe geeignet sind. 7x57 308 Winchester, 8x57 IS, 9,3x62. Sollten die Kunden spezielle Wünsche haben, über andere Patronen oder Kaliber kann man natürlich gerne darüber sprechen.
Grundsätzlich ist es auch möglich, jeden 98er, der beim Kunde schon vorhanden ist, in so einen Klappschaft einzubauen und die Waffe entsprechend abzustimmen. Weiterhin haben wir vom Bundeskriminalamt die Freigabe, dass es sich bei dieser Waffe mit dem Klappschaft um keine verbotene Waffe handelt. Somit ist auch rechtlich alles abgeklärt. Und ja, lieferbar wird die Waffe voraussichtlich ab Dezember 2018, Januar 2019 sein. Und Preise bitte ich telefonisch oder per E-Mail bei info@waffenstegmann.de anzufragen. Kaliber 9,3x62, Waffe entspannt, Schaft eingeklappt, Waffe ist bereit zum Führen, Waffe auf dem Rücken, Waffe runternehmen, Schaft aufklappen, Waffe spannen. Entspannen.